Hallo, ich bin die Sarah Debritz, ich bin 15 Jahre alt, spiele bei den Jungs bei der Spielvereinigung Weiden und bin Juniorinnen-Nationalspielerin. Jung, dynamisch, ballsicher. Sarah Debritz aus Ebermannsdorf steht vor einer großen Karriere. Auf jeden Fall habe ich vor, dass ich die Juniorinnen-Nationalmannschaften durchmache und am liebsten dann bis zur A-Nationalmannschaft, aber das ist ja natürlich noch ein weiter Weg und ein schwerer Weg. Mit 5 Jahren hat Sarah Debritz ihre Liebe zum runden Leder entdeckt. Erste Station, die Spielvereinigung Ebermannsdorf. Über die JFG Vilstal kam sie zu Beginn dieser Saison zur Spielvereinigung Weiden, spielt dort bei den B-Junioren. Mit Ausnahmegenehmigung vom Verband. Denn normal dürfen Mädchen nur bis zur D-Jugend bei den Jungs spielen. Bei uns ist es so, dass sie also eine Position spielt als Zehner, die sie also sehr gut ausfüllt. Eine wichtige Position ist für uns und sie macht sich sehr gut bei uns. Wie gehen denn die Gegner drauf? Ziehen sie dann mal zurück, weil es ein Mädchen ist, oder? Eigentlich weniger, unterschiedlich. Sie lassen sich nicht gern von Mädchen ausspielen. Sie geht genauso viel ab in der Abwehr. 3 bis 4 Mal pro Woche trainiert Sarah Debritz in Weiden. Dazu die Spiele am Wochenende. Nebenher bastelt die 15-Jährige an ihrem Realschulabschluss. Ihre Vorbilder, nicht etwa Birgit Prinz oder Fatmir Bayramay. Nein, Lionel Messi und Michael Ballack. Den Ballack mag ich schon, seit ich klein bin. Und der Messi ist ein guter Techniker und spielt wirklich gut Fußball in meinen Augen. So will auch Sarah Debritz auf dem Platz agieren. Dafür das harte Training, dafür all die Strapazen. Aufwand, der aber belohnt wird. Schon 2 Länderspiele hat die 15-Jährige für Deutschland bestritten. Das war einfach der Wahnsinn, wirklich. Und es war echt ein tolles Erlebnis, die 2 Länderspiele. Und dann auch noch einen Sieg mit nach Hause zu bringen, das war echt der Wahnsinn. Aber ich war auch noch nie so nervös vor einem Spiel wie vor dem. Ihre Eltern sind stolz auf sie, unterstützen Sarah, wo sie nur können. Wir sind sehr stolz auf die Sarah. Wir tun die Sarah unterstützen, halt ganz, was halt zu machen ist. Das machen wir halt. Fußball für Sarah Debritz, die schönste Nebensache der Welt. Und das soll auch so bleiben. Ihr größter Traum, für den FC Bayern München spielen. Ja, auf jeden Fall ist das der Traum. Da du ans Vorbilder spielen und das ist eine super Mannschaft, die spielt in der ersten Bundesliga. Wenn ich es nicht in die erste Mannschaft schaffen würde, wäre dann auch noch die Perspektive, dass ich in der zweiten Mannschaft spielen kann, die wo auch zweite Bundesliga spielen. Das wäre auf jeden Fall ein Traum. Und du zweit, gut, Sarah! Klasse! Und der Gang zum großen FC Bayern könnte Sarah Debritz schon bald bevorstehen. Denn nach der B-Jugend ist definitiv Schluss bei den Jungs. Ablücke! Hand rein, ist rein!